Ja. Genau, das. Die Roam brauchen wir. Ja. Wenn du die Roam da nicht bekommst, müssen wir die modifizieren. Okay, ja, dann denke ich, müssen wir die safe. So Leute, angekommen. Erste Maschine, Hi-Rose breit für den mittleren Rücken, also für die Traps, die Rhomboids. Dort werde ich mich jetzt intensiv erstmal schön aufwärmen. Erste Übung erstmal richtig schön warm machen. Ich muss noch ein bisschen in den Fokus kommen, schön Musik hören. Dann, wie gesagt, ich mache jetzt hier 3 bis 4 Aufwärmsätze und dann starte ich mit der ersten Übung. Wie gesagt, heute steht Rücken an, habe ich noch gar nicht gesagt. Also Pull, Full Body 2 heißt kompletter Rücken. Dann eine schwere Hip Hinge Movement, werdet ihr gleich sehen. Mein Arsch ist noch leicht verkadert, aber das geht heute auf jeden Fall klar. Wir machen nämlich Stiff Leg Deadlifts mit der Trap Bar. Die Übung haut richtig rein. Aber zuerst machen wir 2 Rückenübungen für die Traps. Und dann geht es rein in eine schwere Hip Hinge Übung. Dann noch 2 Übungen für den Lat. Und dann noch so ein bisschen Waden, Bauch, so der ekelhafte Stuff. Und dann sind wir durch mit dem Training. Wird heute eine richtig nice Einheit. Bin zwar am Anfang von meinem Zyklus, aber kann schon langsam wieder mehr aufs Gas drücken. Also viel Spaß beim Video. Wir fangen direkt mal an mit dem Warm-Up Set. Kann ich ja vielleicht mal vorstellen, das ist Lukas, mein Coach, der ein oder andere kennt ihn schon. Für mich war Lukas immer so jemand, zu dem ich nach oben geschaut habe. Also wenn ich mir einen Coach suche oder gesucht hätte, habe ich ja jetzt auch gemacht, dann wende ich mich immer an eine Person, die auf jeden Fall über mir steht. Und da sehe ich Lukas ganz klar und deswegen habe ich mich auch von ihm, lass mich auch von ihm coachen, ja. Weil ich habe schon sehr, sehr viel von dir mitgenommen und werde einiges mitnehmen. Vor allem auch deine Erfahrung, du hast, wie viele Klienten hast du jetzt momentan gleichzeitig? Aktuell sind es 50. 50? Genau, holy shit. Also man hat halt wirklich Workload ist am Starten, aber man hat wirklich eine richtig, richtig gute Möglichkeit, Erfahrungswerte zu haben. Genau. So viele Durchschnittswerte und dann auch wieder, man muss halt wirklich sich darauf konzentrieren, dann das Individuum stark die Vorteile zu implementieren von diesen Erfahrungswerten. Und das macht mega Bock. Ja. Also so viele verschiedene Hebel, so viele verschiedene Verhaltensmuster, Sichtweisen, Emotionen. Ist einfach ein Riesenspektrum. Das ist krass, ja. Und so jemanden dann an der Seite zu haben, ist einfach Gold wert, weil irgendwann mal eine Wettkampf geht, verliert man halt den Blick auf sich selber und macht halt irgendwie, verrennt sich in irgendwas. Da kommt dann Lukas ins Spiel, der mich dann in die Schranken weist oder halt auf den richtigen Weg führt. Das wird eine richtig nice Sache. Er bringt obviously ein sehr gutes Talent mit, aber er ist jemand, der es halt komplett ausschöpft und ausschöpfen möchte. Er ruht sich nicht auf diesen Talent aus. Also er bringt die Arbeit rein und hat einen extrem hohen Anspruch. Und dementsprechend ist das eine ganz andere Kombi, eine ganz andere Herangehensweise. Und jeder, der ihn anschaut, wird vielleicht nach Ausreden, nach Abkürzungen suchen und sagen, ja okay, da ist jetzt schon viel mitgekommen automatisch, aber ich weiß, dass er Arbeit reinsteckt. Ja, und das soll nicht so sein, dass wir uns damit zufrieden geben, sondern wir wissen beide ganz genau, dass da noch mehr geht und das ist unser Anspruch. Yes, yes. Boah, 12 Reps. Heute ein bisschen schwächer, aber dafür ist der Pump sehr, sehr krass am Start. Bei der Übung, wie gesagt, volle Range of Motion mitnehmen. Also auch so schauen, dass ihr die Schulterblätter richtig mit nach vorne ziehen lasst. Denn dadurch öffnen sich, dadurch ziehen die Schulterblätter sich nach vorne und kriegt die richtig schön Stretch in die Rhomboids rein und natürlich dann auch in die Traps. Dann die richtig schön breit zusammenziehen. So trefft ihr richtig nice den mittleren Rücken. Jetzt geht's gleich zur nächsten Übung und da hole ich mir mal Lukas ran und lass den Technik-Check durchführen. Aber ich will einfach mal, dass du drüber schaust und wegen Range of Motion nach vorne. Genau, und vielleicht fällt dir irgendwas auf. Ich merke dich schon heftig in den Traps hier oben drin. Ja. Gerade so mit Trap. Ja, versuch wirklich mehr hier reinzuziehen. Ja. Und auch, wenn du unten bist, den Stretch darüber zu holen, dass du hier gefühlt die Schulterblätter nach vorne wandern lässt. Ja, ja. Genau, da das. Die Roam brauchen wir. Ja. Wenn du die Roam da nicht bekommst, müssen wir die modifizieren. Okay, ja, dann denke ich, müssen wir zählen. Da rein. Durch. Durch kann jetzt. Jetzt bleibst du drauf. Jetzt ja. Rein in die Kadenz. Komm. Durch. Yes.
Yes! Komm, zwei mindestens. Durch! Yes! Wir brauchen mehr Roam. Auf jeden Fall. Mehr Roam. Habt ihr ein Safety Pad hier, worauf du zurückgreifen kannst? Ja, wir leider nicht. Okay. Hast du zu Hause ein Hip Thrust Polster? Ja. Ja. Okay. Also für mich wäre jetzt die Einstellung deutlich zu niedrig, obviously, ne? Ja. Aber dass du hier oben noch genug Platz hast, um auch dich leicht mit der BBS rüber zu runden. Dass ja. du dann auch mit der Skabel nach vorne gehen kannst. Viele Leute kennen die Variante ja gar nicht. So richtig schön Trap-Movement, sondern benutzen es immer so als Ruder-Variante. Das ist ja auch nice, wenn man die ein bisschen modifiziert. Aber ich denke mal, so ist es auch sehr, sehr nice. Gerade wenn ihr isoliert eure Traps und Rhombites trainieren wollt, ja. So ist es. Weil du bist jemand, der sehr viel Volumen verträgt. Und wir möchten da teilweise nicht zu viel Overlap-Volume akkumulieren, sondern präzise arbeiten. Und mit der Shrug-Variante, die normalerweise nur für die Upper-Traps genutzt wird, ja. Haben wir jetzt hier wirklich eine richtig, richtig gezielte Variante, die wir jetzt nochmal modifizieren müssen, definitiv. Ja, nice. Ja, Leute, jetzt geht's zur nächsten Übung, und zwar Stiff Leg Deadlifts mit der Trapper. Jetzt zerfetzt es mich komplett, glaubt mir, Leute. Jetzt geht richtig ab. Das sind die ersten zwei Übungen, sind immer so chillig. Warm-up und dann geht's gleich richtig ab, Leute. So, Leute, jetzt nach so der ersten, zweiten Übung, wenn alles richtig knallt und ich merke, okay, jetzt bin ich im Training drin, gibt's bei mir No Way Clear. Denn No Way Clear besser als ERAs, denn ihr habt komplett die essentiellen und nicht essentiellen Aminosäuren. Seid dementsprechend perfekt versorgt im Training mit den nötigen Aminosäuren. Und es gibt mir nochmal so einen Push, drückt nochmal die Performance nach vorne oder im Beintag fängt sie zum Beispiel ab, wenn ich schon ziemlich am Sack bin. Aber heute läuft sehr, sehr gut. Ich habe trotzdem Bock. Die sippe ich einfach so ein bisschen. Geschmack Green Apple. Natürlich wie immer mit meinem Code Kai bekommt ihr den besten Deal bei Rocket Nutrition und spart immer 10%. So Leute, nächste Übung, wie gesagt, Stiff Leg Deadlifts. Vorteil hier mit der Trap Bar. Erstens, ihr habt natürlich neutrale Griffposition und die Stange könnt ihr auch richtig seitlich am Körper entlang führen. Dadurch könnt ihr euren Körper noch besser positionieren. Bedeutet, ihr könnt auch mehr den Fokus auf eine große Hüftbeugung setzen und richtig nice euren Hamstring richtig durchdehnen, was mit einer Stange teilweise nicht so möglich ist. Wie gesagt, die Übung hier richtig spezifisch für mich ausgelegt, um hauptsächlich den Hamstring zu fokussieren, weil er richtig krass gedehnt wird und natürlich auch den Glut, weil ihr eine richtig große Hüftbeugung und dementsprechend auch eine große Hüftextension habt. Also wie gesagt, die Übung hat mein Glut auf jeden Fall aufs nächste Level gebracht. Jetzt mache ich mir hier ein bisschen warm. Dann gibt es ein Topset mit 210 Kilo mal 7, wenn es gut läuft. Das härteste Grad war meine Hand, meine Daumenballen hat zerrissen vor Schmerzen vom Heben. Ansonsten, das hat sehr geil. Nächste Übung, heute wird viel gerudert. Dorian Reds Row Maschine, Hammer Strength, unilateral. Richtig schön auf dem Latt, machen wir jetzt immer noch warm. Dann wieder, wie gesagt, zwei Sätze, sogar pausiert die Übung, also oben kurz halten, oben kurz. Ich arbeite sehr, sehr viel mit Kadenzen. Denn es ist sehr, sehr wichtig, vor allem um den Schwung rauszunehmen und noch mehr den Fokus auf die Zielmuskulatur zu setzen. Allgemein bei Lukas im Coaching ist nicht so die Quantität, also die vielen Sätze, viel Volumen, sondern die Qualitäten. Das gefällt mir auch richtig nice. Ist auch mein persönlicher Ansatz. Früher habe ich viel zu viel Volumen geballert und habe mich nicht auf die Qualität konzentriert. Jetzt ist es eher so, weniger Volumen, Fokus, Qualität und dann geht auf jeden Fall viel mehr im Gym. Man ermüdet sich nicht so stark, haut viele PRs raus, wird stärker und macht auf jeden Fall bessere Fortschritte, wenn man viel zu viel Volumen macht und im Endeffekt am Muskel vorbei trainiert. Deswegen jetzt Warm-up und dann geht es gleich weiter mit der nächsten Übung. Leute, wir knallen jetzt richtig gut rein. Zwar durch das ganze Film und so habe ich ein bisschen weniger Fokus,
Deswegen ist die Performance nicht zu 100% da, aber Feeling und Muskelgefühl pump ist heute sehr, sehr nice. Unter anderem habe ich das auch den Goat zu verdanken und natürlich auch meine ganze Nahrung rund ums Training setze, sodass ich die meiste Energie im Training habe. Fühlt sich auf jeden Fall mega nice an. Das war jetzt die vorletzte Latübung. Jetzt gehen wir gleich zur nächsten. Und zwar Latzug für den Rücken. Und zwar eng mit meinen Special Grips. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Habe ich mir aus den USA zugelegt. Ich feiere die Griffe richtig krank. Wird mega. Ja, wir sind nicht zusammen. Wir sind nur Gym Buddies. Achso. Vergiss mal. Spaß. Oh, jetzt gibt es halt wieder Stress an. Also, wie ich gerade schon gesagt habe, meine Special Griffe habe ich mir zugelegt. Ja. Zu dem einfachen Punkt. Punkt Nummer 1. Im Gym, hier gibt es keine nicen Griffe. Weder eng für einen Lat, noch für breit für einen Teresmaio oder mittlere Breite. Deswegen habe ich mir den zugelegt. Das aus den USA gibt es eigentlich nirgendwo. Aber lohnt sich auf jeden Fall. Ich meine, so einen Griff kauft man sich einmal im Leben und dann hat man den für immer, weil sowas geht eigentlich nicht kaputt. Vor allem, wenn man es selber hat, damit selber immer trainiert. Und wie gesagt, richtig nice. Ihr könnt damit eng einmal den Lat treffen, den mit dem Ellenbogen schön nach innen nehmen. Dann könnt ihr es hier auf die Mitte stellen. Also schön dann die Teresmaio, Teresmino. Eine schön die Traps treffen, Rhomboids und ganz breit dann aufrecht. Schön breit Teresmaio, Teresmino. Könnt ihr alles in meiner Story sehen. Und heute ist der Lat auf jeden Fall dran. Einziges Problem, das macht, also ich habe eine riesengroße Aufbauweite, weil das Setup halt eben ein bisschen Platz beansprucht. Deswegen setze ich mich hier beim Latzug nicht hier rein, weil ich so groß bin, sondern ich setze mich drunter hin. Und so kann ich, wie gesagt, richtig schön reinrudern, beziehungsweise Lat ziehen und mal habe richtig schöne Range of Motion. So Leute, Rücken ist durch, war auf jeden Fall eine sehr, sehr nice Einheit. Jetzt kommt noch so der Kleinkram, also Waden 4 Sätze, Bauch 3 Sätze, dann bin ich durch. Trainiere jetzt schon seit 2 Stunden und 12 Minuten, also Trainingseinheit läuft gut, bin gut im Time. Wie gesagt, noch ein bisschen die Waden weghauen, Bauch und dann war es das heute mit dem Training. Performance habe ich heute gut heben können, bin gut regeneriert. Alles läuft on point, Leute, die Wettkampfdiät schiebt auf jeden Fall böse. Ekelhaft, Leute. Bei den Waden ganz wichtig, ohne Schwung arbeiten, die negative kontrollieren und die positive, also vorne, wenn ihr die Wade anspannt, kurz eine Sekunde heben, um komplett den Schwung rauszunehmen und so trainiert ihr richtig und effektiv eure Waden und trefft die Waden auch endlich mal. Hör auf, so eine Scheiße zu machen, wo ihr die ganze Zeit rumwippt und mehr oder weniger alles über die Achillessehne kommt, sondern konzentriert euch auf die Wade, arbeitet mit Pausen an den Umkehrpunkten und dann werden auch die Waden wachsen. Glaubt mir, Wadenwachstum ist kein Mythos, sondern nur intelligente Arbeit. So Leute, letzte Übung und ekelhafteste Übung. Bauch gehört aber auch mit dazu, und zwar Leg Raises. Da trainiert man speziell den unteren Bauchanteil, also den unteren abdominalen Teil. Wichtig hier, Beine zusammendrücken und auch mit dem Unterkörper schön mit nach oben rollen. Ist natürlich bei mir selbst schwer, weil ich so fette Beine habe, aber ich versuche das Beste rauszuholen, die werdet ihr gleich sehen. Ein bisschen Knie anwinkeln und so ist auf jeden Fall. Sehr, sehr gute Übung für den Bauch, aber auch sehr ekelhaft. Hab keinen Bock drauf, aber die Abs müssen auch am Start sein, deswegen. Let's go. Hallo. Soll ich Auto machen, oder? Das wäre voll cool. So, Leute. Das war's mit dem Training. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Hat mega Spaß gemacht, Lukas da zu haben. Der schaut noch mit einem anderen Blickwinkel über deine Technik und korrigiert dich nochmal richtig, richtig nice. Soweit kann ich sagen, Wettkampf, die Leute, mega nice. Es wird auf jeden Fall richtig nice Content auch hier auf YouTube kommen. Deswegen liken, abonnieren und aktiviert die Glocke. Außerdem, über den Code Kai bekommt ihr immer den besten Deal bei Rocker Nutrition. Dann würde ich sagen, ich bin raus. Euer Kai, bis zum nächsten Video. Liken, abonnieren, ich bin raus. Ciao.